Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Oh, da kommt gerade. Da ist Polizei. Nein, Notarzt. Uiuiui. Und weiter geht's. Schalten. Ah, so. Ich war gerade bei Dursti und habe ein bisschen Pfand weggebracht. Ich zeige euch mal kurz was. Jetzt schreibt doch mal bitte unten in die Kommentare, wie viel Geld das war. Hinter der Tüte befindet sich noch ein weiterer Kasten. Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich werde das am Ende des Videos auflösen. Heftig. Ich sag nur heftig. Und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Kollegen. Wir machen sein Badezimmer neu, beziehungsweise die Regelungsplatten an der Decke. Und das ist ein bisschen doof alleine. Deswegen helfe ich ihm da. Und wenn ich da fertig bin, dann werde ich mich mal zurückmelden. Ich weiß nicht genau wann, weil ob ich heute noch vlogge, weiß ich nicht. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, ich habe keine Ahnung. In diesem Sinne, bis dann. Ja, wie ihr seht, nächster Tag und ja, wir haben die Decke da dran gemacht. Haben dann noch schön gegrillt, war ein netter Abend. Heute ist Muttertag und deshalb werde ich jetzt gleich eben noch in den Blumenladen fahren, für meine Mutter was kaufen und meine Schwiegermutter. Und das werde ich dann noch eben schnell zu meinen Eltern bringen. Die sind nämlich nicht da, die sind irgendwo im Urlaub. Keine Ahnung wo, am Wochenende weggefahren. Was ich euch aber noch sagen wollte, vorgestern, also den Brückentag nach Vatertag, den Freitag noch, da habe ich noch den Baum da rausgerissen. Ich weiß nicht, ich kann euch mal ein Bild einblenden, wo er noch da war. Ich glaube, das war im letzten Video in der Timelapse, konnte man das sehen. Ja. Und ja, wie gesagt, rausgerissen und neu angepflanzt, beziehungsweise ich habe mir Erde gekauft, habe die da reingeschüttet und Grassamen drauf gemacht und ja, ein bisschen Rasen gemäht. Und wir haben jetzt noch das Problem, dass es da so chaotisch aussieht. Naja, ein bisschen Pappe wegbringen, mal gucken, wann ich das mache, ich habe keine Ahnung. Irgendwann mal, und das Fass kriege ich natürlich auch noch 30 Euro für. Wenn ihr das noch nicht in die Kommentare geschrieben habt, wie viel Pfand das war, dann schreibt es doch jetzt nochmal rein. Und gerne auch nochmal hier und hier abonnieren, wenn ihr da Bock drauf habt oder mir folgen. Aber gut, ich würde sagen, ich starte mal eben zum Blumenladen und sehen uns dann gleich wieder. So, ich bin jetzt bei meinen Eltern und habe den Strauß einfach mal hier hingestellt. Sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Und ja, ich denke, da wird sie sich drüber freuen. Hier noch eine Seed dabei gepackt. Alles, was man so für Muttertag braucht. Ja, da kommt man nach Hause. Und was macht die Katze? Ab in die Kiste, ne? Shiva, was machst du da? Was ist denn mit dir? Ja, Shiva, kein Bock. Aber ich habe für meine Schwiegermutter natürlich auch noch einen Strauß Blumen gekauft. Sie bekommt allerdings Mon Cheri anstatt Merci. Und Shiva ist immer noch in the box. Was machst du denn da? Ja, musst du mit den Augen zwinkern. Ich finde das toll. Magst du das? Was ist, wenn ich jetzt die Kiste anhebe? Hm? Oh, da magst du nicht. Ab zu den Schuhen. Ich weiß einfach nicht, aber dieses Video, das ist so ohne Sinn irgendwie. Das hat irgendwie gar keinen Faden. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Bist du wieder am Spielen? Telefon! Und tschüss! Guten Tag! Muss ich auf meine Hand gucken?
ganz langweilige Katze bist du. Spiel doch mal eine Runde. Oder soll ich wieder einen Bindfaden holen? Geschenkband? Katzenminze. Katzenminze möchtest du haben. Kommst du jetzt schon, wenn ich den Schrank wieder aufmache? Oh. Oh, was ist denn hier drin? Allein schon die Tüte magst du, ne? Hinter dir. Hinter dir. Oh, Tüte. Lecker. Da rastet die so richtig aus. Obwohl das noch nicht mal ausgepackt ist, aber es stinkt wie Scheiße. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Das hat. Also, es ist jetzt keine Katzenminze, das ist irgendwas anderes. Ich komme gerade nur nicht auf den Namen. Was ist so erbärmlich am Stinken? Aber Katzen gehen da voll drauf ab. Das ist irgendwas Biologisches. Ach, genau, cool, hatte ich mal eine Runde. Das jetzt. Ich will es gar nicht auspacken, weil das so sehr stinkt. Genau. Cola dich mal eine Runde. Was Katzen da so drauf abgehen. Das ist eine Kamera. Ein Tütchen. Das interessiert gar nicht mehr. Schade. Wir haben das immer hier im Schrank drin und da packe ich das jetzt auch mal wieder rein. Aber jetzt steht die sich. Jetzt geht sie wieder vor den Schrank bestimmt. Nein, erstmal nur eine Cola. Da werden die rein verrückt, die Katzen. Ah, jetzt, okay.
Ich könnte euch eigentlich auch mal ein paar Videos von früher einblenden, von Shiba. So, wo sie noch Babykatze war. Da gibt's auch so viele coole Fotos und Videos von. Schöne Videos von Shiba, aber ich würde sagen, ich mache mal eben schnell die Küche sauber. So, ich würde sagen, das war's dann auch hier vom Aufräumen. Machen wir erstmal einen Kaffee. Guter Kaffee, guter Kaffee. Naja, ich würde sagen, das war's dann auch von diesem komischen Video. Ich hab's ja schon mal gesagt. Wir haben es jetzt 12:30 durch. Meine Frau hat gleich Feierabend. Dann werden wir noch zu meiner Schwiegermutter fahren. Da kommt dann auch noch mein Schwager, meine Schwägerin, mein Neffe. Und ich hatte gerade schon mit denen telefoniert, deswegen ging auch das Telefon. Meine Schwägerin wollte halt ein paar Waffeln machen mit heißen Kirschen, Sahne und Vanilleeis. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Habe ich Bock drauf. Hab Hunger. Hab auch noch nichts gegessen. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es
chaotisch war, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Schreibt mir einen Kommentar unten rein. Da könnt ihr auch mich abonnieren. Seht da unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Deswegen sitze ich auch jetzt hier und werde das nächste Video direkt aufnehmen. Das kommt dann nächste Woche. Kleiner Spoiler. Wish. Wish, 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 wish. Macht's gut, haut rein und...